Herzlich willkommen, ich bin euer Laser und heute zeige ich euch hier in dem Tutorial, wie man mit wenig Geld sich doch einen guten Gaming-Rechner zusammenbauen kann. Und zwar haben wir hier den AMD Athlon für 75 Euro. Ist ein 4-Kern-Prozessor mit 4x3 GHz. Hat Übertaktungspotenzial mit einer ordentlichen Wasserkühlung und ist sehr leistungsfähig für das Geld. Dann haben wir hier 4 GB DDR3 Speicher für 20 Euro. Dann haben wir hier ein No-Name-Laufwerk für 12. Ein Netzteil mit 430 Watt für 30. Eine Radeon HD Grafikkarte für 40 Euro. Ein Mainboard von Asus für 35 Euro. Eine Seagate 250 GB für 25 Euro. Ein Universal luftgekühlter CPU-Kühler für 14. Und ein Tower für 18 Euro. Das sind hier der Universalkühler und der Tower sind nur Beispiele. So, wichtig ist, bevor man die Kühlpaste aufträgt, CPU im Freien aufs Mainboard aufbauen. Seid bitte vorsichtig, die Hardware ist sehr empfindlich. Lasst euch Zeit, hetzt nicht. Setzt die CPU langsam drauf, so wie abgebildet mit dem Pfeil. Ne? Baut da keinen Fehler. Dann macht ihr die Kühlpaste drauf. Danach setzt ihr den Kühler drauf, den Arbeitsspeicher. Und dann könnt ihr das Ganze ins Gehäuse reinbauen. Vergesst nicht die Rückblende hinten. Und lasst euch Zeit. Lasst euch Zeit dabei. Weil das ist empfindliche Technik. Dann könnt ihr das Laufwerk einbauen, die Kabel schön verstecken. Dann setzt ihr die Grafikkarte rein. Wie gesagt, vorsichtig. Und hier habe ich eine kleine Idee für euch. Wer seine Festplatte entkoppeln möchte, kann hier auf einen kleinen Trick zugreifen. Habe ich selbst erfunden in dem Moment. Ein Schwamm. Heißklebepistole, Festplatte oben drauf und das entkoppelt super. Es ist echt, es sieht billig aus, aber es entkoppelt super. Hier habe ich noch ein kleines Video gemacht und das funktioniert. Also ich war selber überrascht, aber es funktioniert und man hört die Festplatte nicht. Ne? Man hört sie nicht brummen, nicht laufen, gar nichts. Man hört sie nicht mal arbeiten. Also das ist echt eine super Entkopplungssache und kostet 40, 50 Cent. Ja, hier ist alles fertig. Die Kabel, die nicht so empfindlich sind, habe ich mit Heißklebepistole hinten an die Rückwand geklebt, um ein sauberes Bild zu haben. Und wenn man den Rechner sauber machen will, reißt man nicht irgendwelche Kabel mit raus. Ja, das sieht doch schön ordentlich aus. Hier kommen wir zum Windows-Leistungsindex. Und hier sieht man die Schwächen. Das ist die Grafikkarte, die ist jetzt nicht so dolle, aber spielerisch sieht man 3D. Business und Grafikleistung für Spiele ist hier bei 6,4. Das ist eigentlich ordentlich. Dann haben wir die Festplatten mit 5,9. Das ist eigentlich Standard bei Festplatten. Dann oben den Prozessor und den Arbeitsspeicher haben wir 7,3. Mit Übertaktungspotenzial kommen wir bestimmt auf 7,4, 7,5. Und die Grafikleistung für Desktop ist eigentlich unwichtig. Also wenn man spielen möchte, kann man hier aktuelle Games mit Mittel- bis Low-Grafikkarte flüssig spielen. Wie gesagt, bis Mittel geht das auf jeden Fall. High können wir vergessen. Aber dieser Rechner hat insgesamt 269 Euro gekostet und ist wirklich günstig und auch eine Alternative für Leute, die nicht so viel Geld ausgeben wollen für einen Spielerechner. Ich bin euer Laser und ich hoffe, euch hat dieses kleine Tutorial gefallen. Tschüss!